Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Auspacken der neuen Bilderbücher. Und da möchte ich gleich mal loslegen mit Der kleine Fisch und der große Ozean vom Aurel Füssli Verlag. Das fand ich so schön, das ist eine ganze Reihe und die haben also eine relativ kräftige Grafik und haben so ausgeschnittene Pappen immer zwischen den Seiten, wo man zum Beispiel durchgucken kann und auch die Finger durchstecken kann. Ist für Kinder ab 2 Jahren sehr robust. Und in so einer ganz schönen Farbigkeit. Ja, und das wollte ich gerne vorstellen, wurde mir zugeschickt. Und ich lese euch ganz kurz den Klappentext vor. Komm mit in den Ozean. Der kleine Fisch entdeckt jede Menge im Ozean. Einen Wal, einen Tintenfisch, eine Schildkröte, einen Hai und ein leuchtend gelbes U-Boot. Ein paar Bilderbuch mit gestanzten Seiten. Genau. Und mehr erkläre ich euch dann beim nächsten Mal. Das zweite Buch ist von der Bohem Press, von dem Verlag, her mit den Gefahren und geht um eine kleine Häsin, die sich nicht gruselt vor irgendwelchen großen, gefährlichen Monstern. Und das fand ich auch sehr schön. Es hat so eine, ich mag auch die Farbigkeit hier, das ist so eine Herbstfarben für mich, die ich total schön finde. Und sieht so ein bisschen aus wie gezeichnet eher, mit Buntstiften gezeichnet. Das ist ja immer schön eigentlich bei Kinderbüchern. Es gibt unglaublich viele Stilarten und sehr viele davon sprechen mich an. Nicht alle, aber sehr viele. Und gerade die Abwechslung macht es ja so toll, denn wir als Menschen sind unterschiedlich. Dementsprechend finde ich, sollte auch ruhig das sich in den Büchern widerspiegeln. Auch hier ganz kurz der Klappentext. Ein leeres Bett am frühen Morgen. Die Hasenmutter macht sich Sorgen. Anouk ist mutig fortgegangen, um Schurken nah im Wald zu fangen. Ihr Bruder will sie suchen gehen. Was dann passiert, das wird man sehen. Ja, das Besondere an dem Buch ist, die Texte sind auch gereimt und ermutigen halt Kinder, sich die Welt zu eigen zu machen und zu entdecken. Ja, mehr beim nächsten Mal. Dann, das Buch ist übrigens so für Kinder ab 3 Jahren gedacht. Genau, für 3 bis 6 Jahre. Hier jetzt wieder eins für die ganz Kleinen, ab 2. Piepst du ganz allein, kleine Maus? Ich liebe Schweine. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Von wenn ein Schweinchen vorne drauf ist und das dann noch im Bauernhof ist und mit Tieren und also Kinder ein Verständnis für Tiere bekommen, dann ist mein Herz gleich erobert. Deshalb wollte ich das gern vorstellen und der J.P. Bachem Verlag war so lieb und hat es mir zugeschickt. Und auch hier kurz der Klappentext. Ein Bauernhof voller großer und kleiner Tiere. Da grunzt das Ferkel, bellt der Welpe und piepst die kleine Maus. Doch das tun sie nicht allein. Auf jeder Doppelseite verbirgt sich eine Klappe, hinter der tierische Freunde und Verwandte darauf warten, einzustimmen. Auch für kleine Leser ist das Mitmachen erlaubt. Ein originelles Aufklappbuch für fröhliche Vorlesestunden oder gemütliche Rituale vor dem Schlafengehen. Ja, und das hier jetzt wieder eine ganz andere Grafik, ne? Ganz klar. Aber da kann man auch schön Farben üben, Formen üben, die Wörter für die verschiedenen Tiere und für das Obst und so üben. Und das ist ja auch wichtig. Am Anfang müssen Kinder ja erstmal einen Wortschatz aufbauen. Fand ich schön. Und so ein Schweinchen. Ha, so ein Schweinchen begeistert mich immer wieder. So, und als letztes Buch habe ich euch noch mitgebracht, Kein Drache weit und breit. Das ist auch ein Buch für Kinder ab 3 Jahren. Und bricht ein bisschen mit dem, dass Drachen immer böse sind. Denn ja, ich finde das immer doof, wenn Tiere sozusagen mit menschlichen Eigenschaften besetzt werden. Oder in dem Fall eben der Drache, ein Fantasiewesen. Aber wenn die immer böse, gut, schlau, was auch immer sein sollen. Weil das Quatsch ist und das prägt sich schon bei uns beim Menschen irgendwie ein. Also ich glaube, viele Menschen haben auch Angst vom Wolf, der eben in allen Märchen der Böse war. Und deshalb mag ich Bücher sehr, die mit diesem bringen. Der Klappentext. Der Drache möchte auch mal ein Held sein. Immer nur von mutigen Rittern besiegt zu werden, macht auf Dauer keinen Spaß. So macht er sich auf die Suche nach einer passenden Geschichte. Doch ganz gleich, wen er fragt, weit und breit ist kein Drache erwünscht. Aber dann bekommt er doch noch seine Chance. Eine außergewöhnliche Geschichte über Angst und Mut und darüber, dass man fast alles erreichen kann, wenn man sich selbst vertraut. Ja, und das ist eine schöne Aussage. Und als ich das las in der Verlagsvorschau, dachte ich, das Buch möchte ich gern haben. Ist auch vom Bachem Verlag, eine Übersetzung.
Die Illustration finde ich auch wieder sehr schön. Hier vorne ist noch so ein bisschen so eine partielle Lackierung drauf. Ich weiß nicht, ob man sieht. Das sind dann so ein bisschen die Schuppen und die Sonnenstrahlen, dass es ein bisschen glänzt. Das ist auch immer schön, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt. Ja, und genaueres erfahrt ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, eure Nele. Tschüss!